Willkommen zurück zu Super Mario 64 und wie ich im letzten Part schon gesagt habe, gehen wir jetzt zu Bowser. Aber das ist ein bisschen blöd, weil man kann noch gar nicht sofort zu Bowser. Nämlich muss man davor erst noch einen Stern holen. Und das wäre hier hinten. Das seht ihr schon, dass das ein Level sein muss. Sieht übrigens voll cool aus, aber es ist einfach nur ein Scheiß-Level. Liegt wahrscheinlich daran, entere Bowsers U-Boot. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich Wasserwelten allgemein nicht mag und ja. So, dann lass mal Bowsers U-Boot entern gehen. Dazu schwimmen wir hier durch. Irgendein Toad hat im Keller, glaube ich, schon mal gesagt, dass Bowser durch übers Meer ins Schloss eingedrungen ist. Und wie gesagt, hier ist jetzt Bowsers U-Boot, das seht ihr gleich. Und hier ist auch ein Loch. Nämlich genau da. Da, wo jetzt das Bowser-Zeichen drauf ist, ist eigentlich ein Loch, das ist später weg. Und wenn man durch das Loch durchschwimmt, kommt man außerhalb vom Schloss wieder raus, ins Schlossgraben. Und ja, jetzt wo es Bowser verschlossen hat und hier das U-Boot ist, muss es wohl heißen, der ist so ins Schloss eingedrungen, ne? Oder zumindest, ja doch. Gut, ihr müsst einfach bloß hier aufs U-Boot drauf gehen und nicht so blöd sein wie ich und gleich wieder runterrutschen. Oh, und schon wieder. Warum klappt es denn jetzt nicht? Vorführeffekt. Es gibt auch andere Wege da hochzukommen. Boah, Mensch. Ach komm. Ich probiere jetzt. Oh. Deswegen hasse ich Wasserwelten. Weil ich sie nicht drauf habe. So. Ja, da probiere ich es halt so. Den regulären Weg. So. Und hier seht ihr auch schon den Stern. So, jetzt geht es da hinten zurück. Und legt hier ein Loch frei. Und dort drin kommen wir zu Bowsers Lavasee. Oder Lava Lagune? Ja, Lavasee heißt's. Gut. Eigentlich muss man hier mit dem Gitter da hinten fahren, aber warum schwierig machen, wenn es auch so geht? So. Hier kommt man auch ganz einfach hoch, indem man sich verbrüht. Eigentlich muss man auch hier rumgehen und dann da hoch. Auch hier hoch kommt man. Eigentlich sollte man kommen, indem man höher. Genau so. Hier ist auch gleich noch eine Münze. Da ist der reguläre Weg eigentlich auch so rum hochzukommen. Ein paar Münzen. Hier gibt es noch eine Münze. Da oben im Eck. Und hier ist ein Aufzug. Den müsst ihr hochfahren lassen. Und unter ihm ist eine Münze. Die habe ich auch ewig nicht gefunden. Obwohl die eigentlich ziemlich leicht zu entdecken ist. So. Man muss auch nicht mit dem Aufzug hochfahren, sondern kann den Stylo-Wandsprung machen. Nämlich so. So. Ich glaube, hier oben ist noch eine Münze. Soweit ich mich erzählen kann. Ja, richtig. Ach du blödes Vieh, ich komm. So.
Dann gibt's da noch eine. Da haben mich auch schon manche gefragt, wie man da drauf kommen soll. Aber das fand ich eigentlich schon ziemlich einfach, weil man hatte den Schatten von der Münze gesehen und ja, da muss ja irgendwas sein, ne? So. Komm. Weg damit. Gut. Gut. Ah, warum spuckt er gerade jetzt Feuer? Mist, ich glaube, wenn ich jetzt... Oh je, was mache ich denn? Heide, komm. Verdammt. Ich bin weg. So, Leute, ich bin jetzt wieder kurz davor. Also kurz vor dem Punkt, wo ich vorher verreckt bin. Und gucken mal, ob es diesmal besser klappt. Hier, da sieht man den Schatten von der Münze. Da muss man sich doch denken, dass da irgendwas ist. So, nein. Klasse. Oh Mensch, wer hat sich die Scheiße ausgedacht? So. Unnötige Stelle hier. So, und diesmal gehen wir ein bisschen vorsichtiger an die ganze Sache ran. So viel dazu. Okay. Noch sieht's gut aus. Wenn man viel Skill hat, kann man hier links an diesem Stückchen, wo kein Lava ist, entlang springen und nach hinten kommen. Da hinten, wo der Trichter ist, da geht's zu Bowser da hinten. Aber ich habe den besagten Skill, glaube ich, nicht. Zumindest habe ich den im Moment nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es gerade echt nicht drauf. Und, ach Mensch. Und ich will es mal nicht riskieren, die ganze Sache hier nochmal machen zu müssen. So, da oben erscheint der Stern. Wieder auch ein bisschen assi. So. So. Ich glaube, da ist ein Pilz. Was war das? Ich glaube, da ist ein Pilz drin. So. Und endlich habe ich den scheiß Stern. Gut. So. Oh ja. Ich will das nochmal probieren. Ach, das habe ich gerade gemacht. Na dann. Also. Zack, zack, zack. Ja. So ist das. Das ist jetzt ziemlich peinlich. Aber wenigstens habe ich den Stern, ne? Ich glaub's ja gar nicht. Da sieht man, dass man fühlt sich auf einmal so sicher, weil man es geschafft hat, macht irgendeinen Schwachsinn, was total unnötig dumm ist einfach nur, und fällt dann noch auf den letzten halben Meter. So, ich glaube, man kann auch hier so, ups. Ach je, nee. Aber wie gesagt, wenigstens habe ich den Stern. Und zack, endlich bei Bowser.
Was willst du denn schon wieder? Du bist ja lästiger als ein Schwarm Stubenfliegen. Gerade jetzt, als mir die ganze Sache so viel Spaß machte. Aber wenn du schon mal hier bist, gib mir die Powersterne zurück. Meine Truppen können sie besser gebrauchen als du. Und er kann hüpfen. Mein Gott. Okay, das ist ziemlich cool. Das ist cool. Der hat noch was Neues drauf. Nee, das kann der schon immer. Sondern, komm, auf, los, mach. Ich weiß, dass du es bist. Nicht das blöde Kackviech. Blöder Kackvogel. Ja, komm. Ich will, dass du jetzt das machst, weil ich das jetzt noch kurz demonstrieren will. Los, auf, ich T-Bag dich, guck. Komm, ich weiß, dass du es bist. Ja. Er kann sich beamen. Bam, bam, bam. Und ich habe keine Ahnung, warum. Aber jetzt lass Mario an deinen Schwanz. So, welches am nächsten? Am nächsten, ich glaube, das ist ein Prügel. Sabu. Was hat Mario euch gerade geschrien? Ich glaube, der schreit, der schreit so long, Big Bowser. Also so viel wie tschüssi, großer Bowser. Boah, du hast mich schon wieder... Was? Ach so, du hast schon wieder gewonnen. Hat mich etwa die Kraft der Sterne verlassen? Betrachte diesen Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich warte am höchsten Punkt des Schlosses auf dich. Dort werden wir sehen, wer stärker ist. So. Und somit haben wir den zweiten Schlüssel und könnten jetzt in die erste Etage hochgehen. Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Wir haben noch 2 Sterne in Big Boosburg. Ganze 6 Sterne in der Welt hier und dann noch 5 Sterne in der Wobbywabba-Wüste und das sind locker nochmal 2-3 Parts. Also, man sieht sich, ne? Tschüssi.